Na, Mene. Was macht er da? Da verkackt er. Ach, was ein Loser. 897 Punkte ist gar nicht so schlecht. Messen wir uns jetzt alle drei untereinander oder was, die krassesten Punkte rausholen können? Werden wir gleich sehen. Ey. Ja, aber ich bin heute krank, das zählt nicht. Bin doch nicht konzentriert genug für sowas. Da wird Zeit, die aber knapp, du. 869, glaube ich, genau wieder gerade eben auch, oder? Ich werde voll verkacken, 100 pro. Helldivers zu den Hellpots. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpots. Leider den Perfektionsbonus schon mal nicht gekriegt. Das ist richtig bitter. Wieder kein Perfektionsbonus. Ah, 424. Ich bin scheiße bei sowas. Ich bin scheiße. Ich bin aber auch zu alt inzwischen. Ich bin zu alt für solche Geschichten. Daran muss es liegen. So, Jungs. Ein vierter Mann wäre doch cool gewesen, aber weiß nicht mehr, wann der kommt. Ja. Wir gehen hier unten rein, würde ich sagen. So, Luftschlägele. Man kann ohne das Ding nicht mehr das Haus verlassen. Was wollte ich? Wollte ich heute irgendwas Bestimmtes ausprobieren? Eigentlich nicht. Höchstens mal wieder rückstoßfreies. Da hätte ich Bock drauf. Ja, komm, das machen wir. Das machen wir aber sowas von. Nehme ich mir noch einen zweiten Exo-Anzug mit? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Oder nehme ich den Schildgenerator? Ne, komm, ich nehme den Schildgenerator. Der ist mir dann doch ein. Ach, den kann ich ja gar nicht mitnehmen im Rückstoßfreien. Ah. Hätte auch Bock auf Antimateriegewehr, weil das ist gegen Roboter richtig geil. Ja, wisst ihr was? Wir machen nochmal Antimaterie. Weil ich finde das mega gut. Ich habe jetzt seit dem letzten Video, wo ich das erste Mal jetzt getestet habe. Habe ich das noch ein paar Mal ausprobiert, um mich auch an das Aim zu gewöhnen und so mit dem Ding. Und es ist gegen die Roboter unfassbar geil. Wenn man das mit dem Aim erstmal hat. Richtig, richtig gut. Gegen Terminiden habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir alleine schon mit der Vorstellung heraus mir erdenken, dass das nicht so geil ist gegen eine reine Nahkampfspezies, die unter anderem auch relativ schnell ist. Wenn man da mit einem Scharfschützengewehr rumrennt, ne? Hört sich jetzt erstmal nicht so doll an und ich glaube, das ist es auch nicht. Aber gegen Roboter auf jeden Fall awesome. Domenes. Machen wir gleich mal hier SOS-Barke. Vielleicht kommt ja noch der Viertes heim. Oh.
Warte mal. Habe ich da gerade irgendwas entdeckt? Also die Waffe, die hat ja so einen leichten Splash-Damage. Das sieht man ja schon an dem Schuss selber. Und ich glaube, ich habe gerade mit Hilfe dieses Splash-Damage den Piloten aus diesem AT-ST rausgeschossen, indem ich einfach nur aufs Bein geballert habe. Also oben aufs Gelenk drauf. Warte, das müssen wir jetzt nochmal kurz hier aufs Gelenk. Tatsache! Das sind zwei Schüsse, dann ist der tot mit dem Ding. What the fuck, Alter? So, du auch. Tschüss. Alter, okay, ich habe da gerade was richtig Sickes entdeckt, glaube ich. Die Waffe ist ja awesome. Also ich habe die schon ein paar Mal benutzt gegen Roboter, aber das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Naja, aus dem Winkel jetzt den Kopf zu treffen, ist natürlich schwierig. Jetzt muss der Rucksack auch gehen hinten. Da sind zwei Hits drauf, ist der tot. Was machst du denn hier? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier wegrennen. Oh, in den Graben rein. Habe ich ihn erwischt? Natürlich nicht. Justin, jetzt verkackt dein Aim nicht. Eins, zwei. Hallo? Jo? Ach, diesen winzigen Kopf zu treffen ist aber auch mitunter gar nicht so einfach, ey. Scheiße, ist nicht weit genug. Oh Gott, da ist noch ein Panzer. Kriegt er den schnell genug kaputt? Oh ja, der sieht besser aus. Der sieht viel besser aus. So, Jungs, schön da stehen bleiben. Wow. Da hat der Orbitallaser schon alles platt gemacht. Oh Mann, ey. Oh, der Turm da hinten. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Okay, wir haben jetzt aber noch einen vierten Mann. Schnell, gib mir den Moon. Bevor wir weiterziehen. Nordwestlich, 100 Meter. Vorräte. Ein Magazin fehlt, aber. Ach Quatsch, der neue braucht ja gar keins. Der hat ja alles frisch. Ja, damit. Nee, oder? Der kommt drauf an, ob er das jetzt mitgenommen hat, weil dieses. Dieses Pot-Anpassungsding, dass man mit voller Munition startet, das hatten wir drei jetzt gar nicht mitgenommen. Das war jetzt unfair. Der war gerade so auf Standardeinstellung, ja. Hat sich für nichts und niemanden interessiert und auf einmal knallt er mich um. Muss mal kurz Nase putzen. Vielleicht wieder da. Oh, Junge, ey. Wo ist mein Zeug da hinten?
Da ist es mitten auf dem Feld, ey. Einmal das, einmal das. In Deckung hinten. Und ich weiß nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ist denn das da? Abgestürztes Raumschiff oder was ist hier los? Ja, glaube ich, irgendwie sowas. Da kriegst du es hin. Oh, easy. Kein Thema. Ach ja, wir haben auch schon wieder einen Toten zu beklagen. Verstärkung! Aber was willst du denn da hinten, Mensch? Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde ausgeschickt. Da fährt schon wieder ein Tonk rum. Oh, der hatte uns noch gar nicht auf dem Schirm. Na, jetzt hat das auf jeden Fall. Uiuiui. Oh, Junge, steh auf. Ja, ganz toll. Hast du das Auge Saurons? Da haben wir schon mal die Raketen zerschossen. Das ist immer sehr wichtig, finde ich. Anfrage bestätigt. Weil die Raketen sind brutal, oder? Na komm, dreh dich doch mal das Hütchen um. Ja komm, bleib da stehen. Dreh dich noch ein bisschen im Kreis, so ist gut. Hat sie ihn erwischt? Nö. Schade. Jungs, wo seid ihr denn alle? Alles muss man hier alleine machen. Ich warte kurz auf mein Schild und dann geht's los. Ah, yeah. Oh, fuck. Nicht unter den Panzer, auf den Panzer, du Idiot! Huch, der kann sich ja viel schneller drin als der normale. Oh ja, lass mich mal kurz hier hoch, das ist gut. Okay, vielen Dank. Was steht hier runter? Und wo kam denn das jetzt? Also der Turm, den ich da jetzt sehen konnte. Der hat gar nicht in meine Richtung geguckt. Bereit zu befreien. Das ist ja wieder eine freche Sache. Hä, wer war denn? War das jetzt der Turm? Ich schieß mal besser nicht auf den, sonst haben wir den gleich wieder am Sack. Noch 30 Minuten für die Mission. Oh. Das war der Tonk. Oh, Hulk. Anfrage
bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Mensch, da unten ist aber was los, du. Ja, einen Treffer habe ich ihm aufs Auge, glaube ich, gedrückt. Moin. Okay, nee, das war jetzt ein Treffer aufs Auge, oder was? Nee, eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, das sah irgendwie alles komisch aus. Ich hab da irgendwie eine Hitbox oder so von diesem runden Kugelgebäude da getroffen. Sag mal, wo sind denn meine ganzen Teammates hier eigentlich? Wollt ihr mich eigentlich komplett veralbern? Ja, ey, also mal im Ernst jetzt. Wo hängen die denn da rum? Ich habe jetzt keine Lust auf das Primärziel. Ich hau hier lieber so eine Basis in den Dutten. Fordere Verstärkung an! Schon wieder so starke Gegenwände hier, ey. Kannst das Ding steuern. Die Demokratie ist gelandet! Ja gut, ich hole mir jetzt einfach alles neu. Bitte stärkere Waffen! Da kommt da wieder ein Hulki. Oh je. Das ist doch schon wieder alles Rick. Jungs! Oh, ich bin ein Gott! Ich bin ein Gott, Junge! Oh, wo ist der Feind? Oh. Ja, ja, ist gut. Magazin leer! Ja, dann haben wir Glück gehabt. Noch ein Hulk. Ah, Mann! Wie soll man denn hier was treffen? Wenn hier alles nur so am Rumshakern ist. Du gehst mal aus dem Weg jetzt. Komm. Komm. Was ist jetzt los? Ist einer Verräter? Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Lol. Die Verräterartillerie hat ihn nicht gekillt. Na, endlich. Alter, wir haben jetzt nur noch 3 Leben. Was ist denn hier los, Alter? Da wollt ihr mich eigentlich komplett veralbern? Okay. Ihr müsst schwere Geschütze ranfordern hier. Gib's ihm, Junge! Danke. Abfahrt! Na, das war aber nix. Ja. Bereit zu befreien. Du bist außerhalb des Missionsgebiets. Auch gut. Ja, bitte Luftunterstützung. Wo ist jetzt mein Zeug hin? Oh, vorsichtig, wenn du den... Oh. Hier liegen ganz viele Breaker auf rum. Oh, hier muss das doch liegen. Da. Magazin leer!
Also langsam ist aber auch mal echt gut, ne? Nächster, Ruhe jetzt. In Deckung. Schwede. Oh, mir läuft gleich die Nase, ey. Kurz Pause. Alter Schwede, ey. Ich sitze mal hier Ruhe im Puff. Mama mia. Du bist so ein Stress da. Ey, ganze Proben, das lasse ich da jetzt alles liegen. Das ist mir sowas von egal inzwischen. Das schenke ich dem Gegner. Ach Mensch, Katze, was ist los? Jetzt willst du hier hoch, ne? Komm hier. So. Ja, wie, jetzt haust du wieder ab, oder was? Och ja, leck mich doch am Sack, ey, ehrlich. Diese Katze kann sich auch immer nicht entscheiden. Überkredits. Imperiale Kredits. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unser Ziel? Ich sehe es überhaupt nicht mehr von gerade. Ja. Okay. Auf einmal kann er doch so weit runterzählen. Ah ne, das war der Turm jetzt da hinten, der hier abgeknallt hat. Oh, ey, ist das alles eine Qual. Was ist hier überhaupt passiert, dass wir innerhalb der ersten... Na gut, es sind jetzt schon 19 Minuten rum, aber trotzdem, wir haben gerade mal ein Ziel erledigt. Und haben jetzt schon alle Leben verballert. Was ist denn hier passiert, Mann? In Reichweite der feindlichen Artillerie. Ja, Jungs, jetzt zeig ich mal, was ihr drauf habt. Ich muss mich mal kurz ein bisschen hydrieren. Lade nach! Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Erbitte Orbitalfeuer! Auch noch 36 Sekunden. Ich weiß gar nicht, komm ich dann als Innistes rein oder der Warnung, andere Mate? Der ist zuerst gestorben. Ich fürchte fast, der andere Mate war's. Der Glückspilz. Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Hab eine Kurve. Noch 20 Minuten für die Mission. Oh je. Wieder Besuch. Ich habe mich was gefragt. Man kann es ja hier gerade wunderbar sehen. Dieses persönliche Schild, der Rucksack, der ragt ja nach vorne aus dem Cockpit des Max heraus. Ich denke, dass der in diesem Bereich, wo der so rauslappt, dass der dann auch tatsächlich Angriffe abwehrt. Ich konnte es natürlich noch nicht testen, aber ich denke, es ist so.
Weil es ist tatsächlich auch der Fall, dass wenn man... Sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich komplett veralbern? Es ist tatsächlich der Fall, wenn man... Wenn einer das Schild hat, der andere nicht, und man umarmt sich dann gegenseitig, dass der eine ohne Schild... Naja, besser als nichts. Dass der eine ohne Schild dann auch vom Schutz des Schildes profitiert. Weil man dann ja in dem drin steht, sozusagen. Also mit in diesem Schild drin. Ja, keine Chance, wollte ich auch gar nicht mehr wegrennen hier. Scheißegal. Freiheit weint und Demokratie hebt. Das schaffen wir sowieso nicht bis zum Ende noch mit keinem Leben mehr, also. Aber das war jetzt auch mal eigentlich ein ganz interessanter Test, um zu sehen, ob man mit dem Maschinengewehr auch durchs Auge durchballern kann. Ich meine, ich hatte da sowas wie... Nee, das weiß ich auch nicht. Könnte auch einfach nur das Auge gewesen sein, was manchmal so ein bisschen random rot aufblitzt. Aber ich weiß nicht, manchmal sah es so aus, als hätte ich da irgendwie Schaden verursacht. Aber ja, war jetzt schwer zu erkennen. Ja, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Like, einen Kommentar, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich kann noch nicht genau sagen, wann, weil, wie gesagt, ich bin krank und ich muss erstmal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Wenn das noch schlimmer wird, wird das mit Aufnahmen, glaube ich, schwierig. Von daher, nur dass ihr vorgewarnt seid, vielleicht dauert es ein bisschen länger, bis nochmal was Neues kommt. Bis dann.